Techniker, innovative Ofentechnik. Der Name ist bei uns Programm. Innovation und technologischer Fortschritt. Das sind die wesentlichen Merkmale unserer Öfen. Und genau dafür brennen wir. Unser 20-köpfiges Entwicklungsteam arbeitet seit vielen Jahren Tür an Tür. Produktentwicklungen finden bei uns zu 100% in-house statt. CAD-Konstruktion, Hard- und Softwareentwicklung sowie unser hauseigenes Testlabor mit modernstem Equipment, alles hier vereint an einem Ort. Jede Produktentwicklung bei uns beruht auf Bedürfnissen. An oberster Stelle die Bedürfnisse unserer Kunden. Wir wollen Probleme lösen, Grenzen neu definieren und unsere Produkte kontinuierlich weiterentwickeln. Wir bringen die Ideen gemeinsam in Form und legen die wesentlichen Produktmerkmale unserer Neuentwicklungen fest. Bei uns in der Konstruktion werden die zuvor festgelegten Produktmerkmale in ein erstes Basiskonzept überführt. Gemeinsam im Testlabor starten wir die technische Auslegung, die Festlegung der Verbrennungstechnik, Dimensionierung des Brennraums sowie Auswahl und Positionierung der einzelnen Komponenten. Die Schwierigkeit dabei ist, dass wir uns ja im Wohnraum befinden, das heißt die ganze Technik muss auf engstem Raum perfekt performen und ich meine wirklich auf engstem Raum. Das Basiskonzept wird in weiterer Folge mittels computergestützter Strömungssimulationen validiert und durch geometrische Anpassungen und geeignete Materialwahl schrittweise optimiert. Das Ergebnis ist, wohlgemerkt in der Theorie, ein verbrennungstechnisch perfekt abgestimmter Heizmusterentwurf. Um eine optimale Verbrennung im Ofen dauerhaft zu gewährleisten, ist neben einer durchdachten mechanischen Konstruktion eine maßgeschneiderte Hardware ausschlaggebend. Unsere Entwickler konstruieren alle systemrelevanten Baugruppen mit modernster CAD-Software. Von der Bauteilrecherche und Auswahl bis hin zum fertigen Platinenlayout decken wir intern alle Bereiche ab. Die Hardware-Prototypen werden bei uns vor Ort erstellt. Dadurch sind wir äußerst flexibel und können auch Verbesserungspotenzial in der frühen Phase der Entwicklung mit einfließen lassen. Dabei setzen wir auf höchste Bauteilqualität und Sicherheit. Ohne entsprechende Software läuft die beste Hardware nicht. Deshalb programmieren unsere Softwareentwickler, angefangen vom Auslesen der Sensordaten bis hin zu komplexer Touch-Display-Visualisierung, drahtlosen Kommunikationsschnittstellen und sogar mobilen Anwendungen für Smartphones, alles im Haus. Eben diese Softwareelemente sind maßgeblich dafür verantwortlich, dass der Verbrennungsablauf in unserem Rika-Ofen sicher, komfortabel und vor allem effizient abläuft. Basierend auf den Konstruktionsdaten werden alle Einzelteile gefertigt. Alle Blechteile werden bei uns im Haus hergestellt und in sorgfältiger Handarbeit zusammengefügt. Bereits in dieser Phase wird großes Augenmerk auf die spätere Serienfertigung gelegt. Der Konstrukteur unterstützt bei der Heizmustermontage und lässt Verbesserungsvorschläge gleich direkt in die Konstruktion mit einfließen. In unserem Testlabor entstehen aus Ideen und Visionen erstmals reif und messbare Produkte. Das Heizmuster wird mit modernster Ausstattung auf Herz und Nieren geprüft. Die wesentlichen Ziele in dieser Entwicklungsstufe sind zum einen eine optimale Verbrennung und zum anderen ein dichter, sicherer Betrieb. Wobei wir auch bereits in dieser Phase auf Benutzerfreundlichkeit und praxisgerechte Bedienung Wert legen. Unser Credo lautet, die Norm ist niemals unser Ziel, sondern das unterste Maß. Wir wollen immer das Beste aus unseren Geräten herausholen. Nach dem erfolgreichen Heizmustertest startet die Designfindung mit unserem langjährigen Partner, der internationalen Designagentur Kiska. Es gilt das perfekte Zusammenspiel zwischen Formen und Funktionen sowie Farben, Materialien und Oberflächen zu finden. Aus mehreren Designvorschlägen wird gemeinsam mit der Geschäftsführung aus den Gesichtspunkten Optik, Haptik und wirtschaftliche Umsetzbarkeit das endgültige Konzept festgelegt.
Der finale Designvorschlag geht anschließend wieder an die Konstruktion. Zuerst kümmern wir uns um die grobe technische Machbarkeitsüberprüfung, dann kümmern wir uns um die Detailausarbeitung der Fertigungszeichnungen. Die Öfen werden im Prototypenbau gemeinsam mit dem Konstrukteur montiert. Die Montagefreundlichkeit und Servicierfreundlichkeit sowie die Serientauglichkeit stehen hier im Fokus und werden weiter optimiert. Danach ist es soweit. Dann ist das Ofenmodell zum ersten Mal real zu sehen. Das ist für uns alle einer der spannendsten Momente. So lange Entwicklungszeit und dann wirklich das Ergebnis zu sehen, ja, etwas ganz Besonderes. Der erste seriennahe Prototyp wird bei uns im Testlabor umfangreichen Testabläufen unterzogen. Die Verifizierung der Designvorgabe steht dabei ganz klar im Fokus. Die sicherheitsrelevanten Normvorgaben, wie beispielsweise Temperaturen zu angrenzenden Bauteilen und Materialien, müssen den Normen entsprechen. Ebenso müssen Emissionswerte und Wirkungsgrad der Normen entsprechen. Zudem wird die Usability, also die Benutzerfreundlichkeit, in dieser Phase genau unter die Lupe genommen. Gemeinsam mit der Konstruktion und der Softwareentwicklung wird diese kontinuierlich weiterentwickelt. Das Ziel ist ein ausgereifter, technisch einwandfreier Prototyp, bereit für die Typprüfung an einer akkreditierten Prüfstelle. Die ersten 10 Geräte werden gemeinsam in Serienbetrieb am Produktionsstandort in Adelwang fertiggestellt. Nach der finalen Prüfung in unserem Testlabor ist es dann soweit. Die Serienfertigung ist freigegeben und in Kürze ist das Ofenmodell dann im Rika-Ofensortiment verfügbar. Wenn der Ofen dann wirklich auf der Homepage sichtbar ist oder im Produktkatalog abgelichtet wird, das erfüllt dann schon alle Beteiligten mit Stolz. Wir arbeiten schon heute an den Öfen von morgen. Feuer fasziniert uns, Technologie ist unsere Leidenschaft. Und genau das verbindet uns.